Herzlich willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter Online im Koop mit Doc Smirks, der jetzt hellhäutig und erschlankt ist. Wake Watchers sei Dank. Und meine Hose brennt. Schminke geht immer noch nicht. So, wir müssen zu Tuna, Cecil und Markham zurück. Hast du gerade Spiegel geht nicht, hast du gesagt? Das ist ja eine Frechheit. Ja, du hast keinen Spiegel, weil wer sich so anmalt, der kann doch keinen Spiegel haben, ich oder? Ich fall in die Make-up-Tasche. Ja, du machst das, du sitzt im Dunkeln oder hast kein Licht, aber also Spiegel. Entweder kein Spiegel oder kein Licht, eins von beiden. Kein Licht. Du schminkst dich im Dunkeln oder so. Liebe Frauen, das wäre nochmal eine Challenge. Gibt es wahrscheinlich schon längst, aber das sieht schon lange lustig aus, ja. Es gibt ja auch schon Schminken in der Achterbahn, also insofern wird es das wohl auch geben. Schminken in der Achterbahn. Wäre es mit Schminken unter Wasser oder so? Das wäre auch lustig. Unter Wasser schminken. Ich dippe dich gleich mal unter Wasser, du. Warum? Weil es geht. Ah, das, danke. Was machen wir jetzt hier? Wie Suna zurückkehren, hast du gesagt, ne? Dein Pferd hat keinen schönen Hintern, muss ich mal so sagen. Nee, ich muss auch mal tauschen. Das ist total hässlich, das Vieh. Ich finde es total kacke. So, Xuna oder was? So, nee, ich wollte erst wieder die Reihenfolge immer hier von Cecil angefangen. Ist mir Rumpe. Okay. Ich bin vielleicht nicht der Tapferste, aber ich habe bereits Ideen hat er immer. Wachdienst abgeschlossen. Diese Wachen werden euch vielleicht nicht sonderlich dankbar sein. Doch zumindest ist die Stadt nun wieder etwas sicherer. Ich danke euch dafür. In der Zwischenzeit werde ich diese Bücher lesen, die Markham mir gegeben hat. Sie stecken voller Details über die verschiedenen Strategien, mit denen sich die Städte entlang der Schwertküste verteidigen. Duvessa hat darauf bestanden, dass ich sie alle auswendig lerne. Oder ich muss wieder zurück auf die Mauer. Ja. Oh, ein Dungeon ist bereit. Dann machen wir den mal eben zwischendurch. Demogorgon. Das ist ein Gefecht. Oder wie heißt das hier? Ja, mit 10 Leuten. Und Demogorgon, das erinnert mich ein bisschen an Stranger Things, ja. Was denn? An was? Stranger Things. Was heißt? Stranger Things. Wieso? Warum? Hast du die Serie nicht gesehen? Weil da die Jungs das Monster Demogorgon nennen. Deswegen. Das ist ein uralter Name aus Fantasy-Literatur. Nennt sich D&D, genau, ja. Das, was wir gerade spielen. Ja, auch. Ja, gibt's aber, gab's wahrscheinlich schon vorher. Steht wahrscheinlich schon in der Bibel irgendwo drin, der Demogorgon. Nein. Volki. So, wenn man will, dass es eher beginnt, müssen alle auf diese Plattform. Ja. Sag mal, Volki kenne ich, glaube ich, sogar. Die hat man, glaube ich, schon mal in der Gruppe gehabt. Eigentlich unwahrscheinlich, wen? Oder? Volki. Bei mir ist er nicht. Ich bin mit Damaya, Tori, Belial und Loritorid zusammen in einer Gruppe hier geworfen worden. Ah, okay. Du bist nicht in meiner Gruppe? Wie kommt das? Nein, das wird hier, weil es 10 Leute sind, irgendwie 5 und 5 irgendwie aufgeteilt. Volki ist ein Baldi wie ich, aber der gute Mann hat leider eine niedrigere Gegenstandsstufe als ich. Das ist sehr gut, weil das ein sehr ganz klasse Vergleich eigentlich jetzt ist. Es öffnet sich Risse. Demogorgon ist in der Nähe. Das ist doch Driss. Die anderen hassen uns jetzt wieder, weil wir uns das Intro angucken. Ja, genau. Aber ich kann gleich super mit dem Waldi vergleichen, weil der nämlich fast genauso ist wie ich. Cool. Verdammtes Biest! Ich hab da... Bonk. Bumsbomb. Das ist suboptimal. Hat der gerade so... Ich habe einen Plan. Haltet die Dämonen zurück, bis ich hier fertig bin. Sucht meine Verstandsbrunnen auf, um euren Geist gegen Demogorgons Wahnsinn zu schützen. Okay. So, jetzt geht man hier an die Wand und kann hier Zutritt machen. Und wir müssen die Risse schließen und man muss eigentlich nur die großen Lilanen schließen, die hier so sind. Lilanen. So, und ich tanke mal Demo. Ich hol ihn mal ab. Welche Lilanen? Die grüne. Direkt neben dem blauen links war einer zum Beispiel. Die grünen haben so, wir nicht. So, ich mach das jetzt nicht mehr. Die lohnen nicht. Also du brauchst eigentlich nur die Lilanen machen, dann bist du schon auf Gold. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich muss mich um Demo kümmern und von euch fernhalten. Ja. Damit ihr in Ruhe gelassen werdet. Das ist mein Job hier jetzt. Das habe ich auch gerade gedacht. Gerne einmal eben dahin zurückgehen. Hier einer steht nur rum, warum auch immer. Das ist nicht so schlau. Ey, Demo haut ab. Demo!
Emo! Ich muss mal hier aus diesem Bereich rausgehen. Oh, ist ja eklig. Ich hab nur ein bisschen planlos. Aber ihr seid nicht so geil dabei. Also kümmern die sich nicht um die lila Dinger, denn. Halt es dann, die können gar nichts machen. Welche lila? Ja, schon klar, aber. Die großen lila Splitter, die aufgehen. Blau bei mir. Ich weiß nicht, mindestens blaue. Ja, es gibt aber auch einen großen lila meistens. Ja, da hinten sehe ich ihn doch schon leuchten. Hinten an der Wand. Ja, das sage ich gerade. Ja. So, und die Dinger müssen platt gemacht werden. Das sind nur 5 oder 6, dann bist du schon bei Gold. Weil du bei den blauen und grünen halt elendig machen musst. Das lohnt nicht wirklich. Warum kann ich da keine Kräfte einsetzen, was soll das? Du musst erst in den blauen Bereich wieder gehen. Hat er doch am Anfang schon in dem Intro gesagt. Ja, war was. Ja, ich erinnere mich. Verstandsbrunnen gehen. So, Katsching. Die Lebenskräfte aufsetzen ist auch gut. Silber erreicht steht da. Also das sind ja, ja so weiter mal. Ja, seid viel zu langsam. Das muss viel schneller gehen hier. Große blaue oder den lila nehmen, die da sind. Sonst ja, macht das keinen Sinn mehr. Ja, das kommt zwischendurch einfach mal. Das gehört einfach dazu. Meinst du? Ist hier so einer? Das ist wie ein Riss in blauer. Ja, das ist jetzt leider nicht mehr mein Job. Ich mache das sonst mit meinen anderen Charakteren nur die Risse, aber kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil ich bin jetzt Lost Tankos Grandiosos. So, ja. Ich muss ihn hier von euch abhalten und ich muss mich mal wieder befreien. Ich bin immer noch distanziert. Hier. Warum? Oh, tot, Scheibe. Oh ja, ich lebe wieder. Warum? Ich bin tot. Du kannst wieder rein, dass wir spielen normal. Das ist nicht die epische Goldstufe erreicht. Sehr gut. Es ist vollbracht. Bleibt, wo ihr seid. Wir haben Demogorgons niedrige Dämonen vernichtet. Aber was bringt das schon? Verletzt Gorestro, indem ihr ihn in die Rune lockt. Ach, herrje. Ich hatte leider gerade einen Action-Button gedrückt, damit ist für mich das Video abgebrochen, aber das haben wir ja bei dir sehen können. Alles zu. Ja, weil wenn du gerade den Knopf drückst, sozusagen X für schlag ihn mal irgendwie, dann. So, zurückgehen, immer wenn der weg ist, gerade in den blauen Bereich wieder zurück, um sich wieder frei zu machen. Und wenn da steht, sucht Schutz in den Verstandsbrunnen, dann macht das auch. Wo ist der Brunnen denn? Ist das da, wo man rauskommt? Ja. Ja, natürlich, ja, okay. Das ist der blaue Bereich hier. So, und wenn er dich anzielen sollte und du so einen roten Strahl von ihm ausgehend zu dir hast, dann musst du ihn in so ein gelbes Fenster am Rand schicken. Dann musst du woanders hin. Okay, hört sich sogar einfach an. Ja, ist es auch. Ansonsten knüppelst du ihn einfach so nieder. Das geht halt auch. Ich knüppel hier gar nicht. Ich stehe gerade in irgendwas brennendem. Ja. Tobi überhaupt hier? Die Leute, die kämpfen hier von Ferne? Kämpfen die überhaupt? Es gibt auch viele, die stehen da rum und hoffen, dass... weil wir sind ja auch wieder mit denen dabei, die dieses Ding hier als zufälliges Gewölbe Gefecht laufen, auf episch, damit sie Astral kriegen. Also, die wollen einfach nur teilnehmen. Ja, die machen irgendwie, die wedeln in der Luft irgendwie hier rum und ich weiß nicht so richtig, was das sein soll, aber... Sie wedeln in der Luft rum. Ja, die machen irgendwas, ja. Ist das ein neuer Job? Luftrumwedler? Luftrumwedler, genau. Ich habe, glaube ich, diesmal nicht so viel gemacht. Goldstufe. Hab ihn. Natürlich hast du ihn. Du hast sowieso alles. Ich glaube, das wird sich am Ende zeigen, dass ich das nicht war. Driss. Nichts lieber, als euch in den Abgrund zu jagen, Dämonenprinz. So, ich persönlich finde halt, dass der Endboss leichter ist als dieser Goristo zwischendurch, muss ich gestehen. Okay. Warum gehen die Leute nicht mit?
Nee, nicht stunnen, nicht stunnen. Alles nur nicht stunnen. Oh, ich gehe nur in den Brunnen hier rein, ey. Ich will meine Kräfte haben. Ich bin ja lila. Oh Gott. Das war Aua. Du bist lila. Was heißt, du bist lila? Er hat mich so den komischen, ganz ekligen, keine Ahnung, bespritzt. Das ging schnell, glaube ich. Das ging wirklich schnell. Zurück in den Abgrund mit euch, Demogorgon! Witzel. Juhu! Das war einfach. Danke, mein Freund. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann Demogorgon zurückkehren wird. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Hat er so ein Blasebalg dabei? Ist ja lustig. Das ist auch so ein Blasebalg. So, bevor ich jetzt zur Kiste gehe. Okay, einen Ring gab es schon mal so. Ja. Ich guck mal. Also, meisten Schaden mit 78 Millionen hat Eliana gemacht, dann Mehmet, dann Damaya, dann Anduin und ich bin auf 5 mit 8.866.000. Von 10, immerhin. Ich bin der... bin ich auch auf der Liste drauf? Nee, bin ich gar nicht. In meiner Liste bin so, ich den meisten Schaden erlitten habe ich, klar, weil ich bei Demo stand die ganze Zeit und der ja nur auf mich einknüppelt und ich nichts gemacht habe, logisch. Ja. Am meisten an Boden warst du auch dabei mit einmal. Da ich bist du meine, dabei unter 3. Wieso siehst du nicht? Ich sehe meine in der Statistik gar nicht. Ich bin nicht drin. Ach, am meisten am Boden. Okay, ja. Ich sehe immer nur 5. Und die meisten... Ja. Die, ja, genau, da bist du dabei. Du bist auf 3 bei mir. Am meisten am Boden bist du auf 3. Super. Die meisten TP geheilt. Okay, bin ich nur auf 4. Die meisten Feinde besiegt. Immerhin, ich habe 18 Leute geknüppelt. Wobei habe ich das denn gemacht? Muss ich, während ich mit Demo beschäftigt war, irgendwie gemacht haben. Ich frage mich gerade, wann soll ich das denn gemacht haben? Ja, immerhin. Aber Gold, Gold, Gold. Immerhin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, so, jetzt gucke ich mal, ob ich einen Schlüssel habe. Wahrscheinlich nicht für die Kiste. Doch. Oh, ich habe Schlüssel. Ich habe Schlüssel. Das ist nämlich ein schwächerer Dämonenschlüssel. Da gab es nochmal einen Ring für mich. Iha. Einen Dämonenschlüssel habe ich nicht, nein. Ja, kann ja sein. Ja. Gibt es überhaupt eine Kiste hier? Ich habe keine Kiste hier gesehen. Diese hier. Welche? Das ist die mit dem Dämonenschlüssel. Ja, ansonsten gibt es die... Eine normale gab es nicht mehr hier, ne? Nein, wenn du auf deine Anzeigetafel guckst, siehst du, dass da drunter automatisch schon Sachen stehen, die du gekriegt hast. Okay. Für die Goldbelohnung. Die Goldbelohnung. Also hier... Ja. Hier brauchst du halt keinen Schlüssel, aber kannst. Wo kriegt man die Dämonenschlüssel her? Die muss man sich bauen. Schrecklich. Oder kaufen. Erschreckend. Ja. Und das war's, oder? Regis redet gerade, aber egal. Ich fürchte, das ist... Du hast die ganze Zeit geredet, während er redete. Ist egal. Ich habe mit Regis geredet. Egal. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.